Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. So, hallo Freunde der A14. Ich bin an der Kreuzung Lüderitz, bloß ein paar hundert Meter davon entfernt und fliege jetzt mal Richtung Süden. Die Trasse der A14 im Bau. Und wir schauen mal, wie weit wir kommen, weil die Baukräne könnten eventuell durch das Metall ein bisschen stören. Ich hoffe, man versteht mich. Es windet doch etwas. Fliegen wir erstmal Richtung Süden. Hier werden ganz schön viele Brücken gebaut, weil es hier noch zu den Dörfern rüber geht. Schleuß und Ottersburg, die Bauern, die wollen alle. Ach, jetzt habe ich mal gerade wieder einen App-Absturz. Ja, toll. Keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht muss ich die App mal updaten, aber die ist eigentlich relativ geupdatet. Ja, die beiden Dörfer hier, Schleuß und Ottersburg, die kriegen auch ihre Autobahnüberfahrten, damit die Bauern hier gut rüberkommen. Und wir fliegen mal ruhig ein bisschen niedriger. So. Jo. Da hinten sieht man den Landsberg, das große Waldgebiet, wo die und die A14 Richtung Magdeburg runtergehen nach Süden. Ja, die Brücke hier ist auch ganz neu, die habe ich auch noch nie gesehen. Heute wird nicht gebaut. Ansonsten würde ich hier auch nicht lang fliegen, wenn gebaut wird. Was ist da? Das ist die nächste Unterführung. Hier ist, glaube ich, auch ein bisschen Feuchtgebiet, deswegen. Ja. Hohe Windgeschwindigkeiten. Mal sehen, wie der Kontakt bleibt hier durch die vielen Zähne, die mir hier im Weg stehen. Ja, da bauen sie wohl Wildunterführung oder. Das kann für den Tanger sein, die Tanger-Unterführung. Ja, einer der Tangerarme hat ja hier seine Quelle. Und die Wiesen sind da ein ziemliches Feuchtgebiet. Jo, das ist wohl eine Flussüberführung für den Tanger. So, ja, da geht es dann schon weiter zur Kreuzung Brunkau. Jetzt lässt der Wind wieder ein bisschen nach. Mal schauen, wie weit wir fliegen. Hängt jetzt auch davon ab, wie lange ich Kontakt habe, weil die Autobahn hier eine ganz langgestreckte Rechtskurve macht. Falls Windgeräusche drin sind, sorry. Ich krieg's nicht besser hin. Vielleicht kaufe ich mir wirklich mal ein Bluetooth-Mikro, ein externes, aber dann hat man wieder Strahlenquelle, weil man soll ja das Handy eigentlich in Flugmodus machen, wenn man die Drohne fliegt, um alle Strahlungsquellen, alle Störquellen zu vermeiden. Naja, egal. So, ja. Akku ist bei 69%. Der Wind ist ziemlich stark. Oh, da hinten ist ja schon der nächste Kran, du meine Güte. Wie viele Kräne gibt es denn hier? Fliegen wir noch bis dahin? Zwei Kräne.
Ja, ich habe noch Sichtverbindung zur Drohne. Ich glaube, ich sehe den Kran sogar mit bloßem Auge. Der ist über 2 Kilometer weg. Ja, fliegen wir mal ruhig noch hin. Ich sag mal, den Akku kann man so bis 55% fliegen. Kran. Ach, da ist schon die Autobahnunterführung an der Kreuzung Brunkau da hinten. Hat man doch Sichtverbindung von hier. Das ist interessant, hätte ich nicht gedacht. Ja, weiter wollte ich sowieso nicht fliegen. Oh, ich habe immer noch volles Signal, das ist interessant, hätte ich jetzt nicht gedacht. Noch bis zur Kreuzung Brunkau, da ist die Unterführung, ist gerade gesperrt, Akku ist beachten. Battery level is low, the aircraft will go to the home point in 10 seconds. Ja, wir fliegen zurück. Oh, schwaches Signal. Okay. Egal, das sind immer interessante Erfahrungen. Was machen sie hier? Keine Ahnung, sieht doch irgendwie wie eine Wasserunterführung aus. Naja, egal. So, theoretisch könnten wir jetzt mal ein bisschen in den Tiefflug gehen. Mal sehen, hier ist es nicht mehr so ganz so gefährlich, weil hier jetzt kein Wald mehr dazwischen sein kann. Jo, gut, fliegen wir mal. Akku ist bei 50%, 2100 Meter. Ja, hier könnte man auf alle Fälle gut notlanden, falls mal irgendwie was passiert mit der Drohne, aber das habe ich Gott sei Dank noch nicht so oft erlebt. Aber bei den ganz großen Fernstrecken, Langstreckenflügen über 5 Kilometer, da bin ich ja dann außen gelandet mit der Mavic Mini. Hab sie dann abgeholt, mit der Mini 2 auch, da sind wir ja bis zu 10 Kilometer schon gekommen. So, 1600 Meter.
Oh, da sind Leute. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Schnell rüberfliegen. Schnell rüberfliegen. Wird doch noch gebaut. Hätte ich jetzt nicht gedacht am Wochenende. Na gut. So, kommt wieder der hohe Bagger. Na, haben wir noch Kontakte. Na, da fliege ich jetzt lieber nicht runter durch. So, 700 Meter, Akku ist bei 36%. Oh, das ist alles ruhig heute. Ja, komisch, dass da an einer Stelle doch gebaut wurde. Normalerweise ist am Wochenende immer alles ruhig. Ich fliege ja äußerst selten, äußerst ungern nur mal über Menschen rüber. Aber mit der Mavic Mini darf man es ja, wenn es einzelne Personen sind. Die hat noch alle einen Bauhelm auf. Ja, kommt alle paar Monate mal vor. Sowas mache ich nicht. War jetzt ein Versehen. Landing.